Moin Leute, Trimax hier. Die Weekend League steht an. Zum allerersten Mal für mich. Ich habe ja auch gegen Mickey die Wette. 50 Subgifts, also 250 Euro, wer höher abschließt. Mickey steht gerade 6 zu 6. Ich habe noch kein Game gemacht. Es ist sinnvoll, dass ich mich erstmal einspiele. Und erstmal, der Stream startet gerade, erstmal ein paar Packs öffnen. Leute, wer euch das Ganze gefällt. Ich habe FIFA 12 Jahre. Oh, das sind ja richtige Packs hier. Super. Wenn euch ganz gefällt und ihr wollt die krassesten, spannendsten Games von mir sehen, wie hoch ich abschneide und die dicksten Pack-Openings und Walkouts, die kommen, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Highlights. Nichtsdestotrotz, FIFA ist ein unglaublich geiles Game, ein fantastischer Fußballsimulator. Sie haben sich aber dazu entschieden, noch einen Online-Casino-Simulator mit reinzupacken und ziehen damit Millionen Jugendlichen illegal das Taschengeld aus der Hose. Ja, sehr fraglich. Sehr fraglich. Deswegen, ladet keinen 20-Euro-Schein auf, kein 50er. Finger weg hiervon. Macht's Free-to-Play, macht Karrieremodus. Geiles Game, zockt das. Aber seid nicht so dumm und steckt da auch nur einen Cent rein. Es wird euch komplett abzocken. Macht Draft, meinetwegen. Macht Draft, okay. Da kriegt man noch ein bisschen was dafür. Aber Packs aufmachen, gar keinen Sinn. Schaut es euch lieber bei YouTubern an. Die machen das Ganze geschäftlich. Da kommen die Gelder wieder rein, ja? So kann man's machen. Jede Privatperson, die hier was raushaut, ist einfach doof. Ey, Zuschauer, hier nochmal. Könnt ihr auf mein Discord kommen? Bei 250.000, die haben wir schon mal erreicht. Bei 250.000 Membern ist Schluss. Ihr könnt euch mit euren Freunden treffen, schnacken, einfach abhängen, fertig. Der Discord ist einfach strong. Das ist der bestprogrammierte, bestgemanagte. Dickes, fettes Danke gehen raus an die Mods. Ohne die wäre der Mut nicht möglich. Wir hatten schon mal 250.000 Mitglieder. Dann mussten wir purchen. Das haben wir auferlegt bekommen von Discord. Wir haben alle gepurcht, die 2 Wochen nicht drauf waren. Da haben wir runter gepurcht auf 80.000 Leute wurden gepurcht. Von 250.000 zurück auf 170.000. Und jetzt sind wir bald wieder auf 250.000. Und wer keinen Platz hat, der hat keinen Platz. Krank, oder? Mehr geht nicht als 250.000. Das hat kein Discord in Europa. Warum ist das so? Wieso ist mein Discord einer der größten Europas? Das ist doch Schwachsinn. Das ist so krank. Da kriegen wir mal eine Herzenswelle für die Mods raus. Die haben den einfach gemacht. Nächster Spieler, den ich haben möchte, ist Pelé, klar. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich noch irgendwie einen Spieler habe, der noch ein bisschen Power hat, in der 70. und die gegnerischen Außenverteidiger haben gar keine Ausdauer mehr, ist das irgendwie mega geil, noch sowas wie einen Mbappé als Ersatzspieler reinzubringen. Sowohl für den Flex, als auch für, weiß ich nicht, weil er einfach dann noch todeskrass ist. Genau, das ist der Plan. Dass ich auch noch zusätzlich eine absolut stabile Auswechselbank habe. Dass ich einfach so, ich möchte, macht da mal bitte eine Abstimmung, ob wir das machen wollen oder nicht. Ich möchte in der 70. Minute Ronaldo, Cristiano Ronaldo und dann Pelé raus und dafür rein Kaká, Mbappé und Isuebo oder irgendwie sowas. Nochmal der übelste Flex in der 70. Das macht den Gegner auch mental völlig fertig. 3 Spieler auf einmal auswechseln. Nochmal komplett die Ikonen-Trio reinbringen. Boom. Kein Walkout. Lost? Meine Pläne sind lost? Ist das lost? Wenn nicht, dann machen wir das. Ich habe gefragt, soll ich das machen? 93% sagen ja. Das ist nicht lost. Das ist voll der Plan. Kein Walkout. Öffne doch das Megapack. Das ist besser. Super. Digga, habe ich lange nichts mehr gezogen. Kein Walkout. Ich bin Montag und Dienstag weg. Und Sonntag muss ich... Scheiße. Ich muss heute die 30 Games machen, oder was? Morgen kann ich noch ein bisschen. Kein Walkout. Zock Games. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier die Dinger aufmachen. Gestern waren die Server down. Frechheit. Ultimative Frechheit. Freitagabend. Kein Walkout. Freitagabend. 6 Stunden Server weg. Dafür, dass das jetzt hier diese Premium Super Jumbo Premium Hyper Rare Gold Extreme Pack sind, kommt hier ganz schön viel Scheiße raus. 2 Stück habe ich hiervon noch. Kein Walkout. 8 Stunden muss ich zocken. Kommt genau. Ich bin eigentlich heute eingetragen für 21 Uhr im Among Us. Das wäre in 50 Minuten. Ich habe versucht, da noch rauszukommen, weil ich sonst meine Games nicht schaffe. Aber dann haben sie geschrieben, fuck nicht ab. Ich soll nicht abfucken. Ich sage, ich habe Bauchschmerzen. Ich kann nicht. Ich hole mir einfach am Montag einen Test vom Arzt. Ich konnte heute nicht mitmachen. Oh, ich komme, glaube ich, raus. Dieses Pack ist nun nicht mehr verfügbar. Sehr gut. Hat mich auch nur 50 Euro gekostet und ich habe nichts bekommen. Vielen Dank. Weiter im Programm. Schwierig. Ist beides unterhaltsam. Ist beides OP. Kein Walkout. Mann, jetzt gönn doch mal ein bisschen irgendwas mit Geld. Ich brauche Münzen. Walkout. Blauer Walkout. Schweiz. Ey, bitte nicht. Ist das schon wieder Sommer? Das 7. Mal Sommer. Ich weiß gar nicht, ob ich das lustig finde. Ich weiß gar nicht, ob das nur lustig ist oder ob das einfach traurig. Ich glaube, es ist beides. Es ist traurig und lustig. Mickey, Mickey? Grüß dich, Max. Bist du da? Ja, wie geht's? Wie geht's dir? Ja, ich bin todesaufgeregt. Ich mache jetzt mein erstes Weekend-League-Spiel. Ey, es ist wirklich sehr, sehr krass, Max. Alright. Dann gut Kick, viel Erfolg. Hier ist das erste Game rein. Ich gehe einen Channel weiter runter. Bis gleich. Bis gleich. Oh, so eine geile Mannschaft, ey. Aber ich brauche langsam echt Pelé. So, jetzt wird's ernst. Musik geht aus.
Jetzt wird's ernst. 250 Euro Wette gegen Mickey. Er steht 6-6. So, was haben wir hier für ein Team? Das Team geht. Okay. What? Abseits. Nee. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe doch nicht einmal Kreis gedrückt. Bitte. What the fuck? Ist das ein Ding? Ach, ich hatte ihn doch schon. Ich hatte ihn schon. Hallo, Schiri, Abpfiff. Ich hatte den Ball schon wieder. Ich habe ihn schon. What? Vorm Vollsprint? Cristiano Ronaldo so aufgehalten? Das gibt's doch nicht, oder? Das war die beste Defense-Kreis vom Gegner bisher. Moin, Max. Moin. Es läuft ja unfassbar scheiße in der Weekend League. Am Anfang ist nochmal. Na gut. Seth Rogen stand auch 0-2. Echt? Okay. Ja, ja. Das pusht mich. Das ist ganz normal. Die ersten Games sind auch, wie gesagt, random gewürfelt. Aber, Nee, mein erster Gegner hatte ein Bronze-Team und ich habe übertrieben heftig verkackt. Ja, das sind die. Das sind diese Psychos. Ich hasse sie auch. Hast du was gezogen in diesen 100 Euro? Nein, nichts. Auch gar nichts so? Gar nichts, gar nichts. Oh ja! Sau starker Angriff mit Cristiano Ronaldo. Einfach mal auch eine Solo-Aktion machen. 1-0, wichtig. Stark. Jetzt ist Schluss mit dem sozialen Experiment. Sozialen Experiment gefällt mir auch. Tot. Hat mich total nass gemacht. Ja, ich weiß nicht, was diese Fehlpässe in der Mitte sollen. Ich verstehe das nicht. Die Spieler sind auch dumm teilweise. Nee, das habe ich auch gerade bei dir gesehen, den Fehlpass, bevor ich da war. Das passiert mir zwar auch ab und zu, aber darauf musst du echt achten. Versuch niemals aus der Drehung zu passen. Nie. Egal wie teuer und egal wie gut dein Spieler ist. Manchmal echt? Gerade schon wieder. Du hast gerade schon wieder gemacht, als er angesprochen einfach hat. Nicht aus der Drehung guck passen. Erst, lauf erstmal einen Meter, guck in die Richtung, wo du hingucken willst und dann pass. Klar, deine ultrateuren Spieler, die haben eine höhere Erfolgsrate, dass wenn sie aus der Drehung passen, dass es klappt. Aber auch die verkacken öfter mal, weil sowas geht nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht einfach immer aus der Drehung passen. Lauf erstmal einen Tick, beziehungsweise warte, bis dein Charakter sich okay, das ist ein guter Tipp. Und dann pass erst, weil sonst geht immer ein Fehlpass. Du achte mal selbst drauf. Wenn mal ein Fehlpass passiert, dann guck mal, warum. Weil du dich gedreht hast in den meisten Fällen. Oder den Pass aus der Drehung gemacht hast. Oh, was ist das denn? Das ist zum Beispiel, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht! Nein, nicht noch so ein Tor! Wieso kann Mbappé nicht einfach an diesem Spieler vorbeispielen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Zwei Tore. Zweimal im Ball, im Aufbau, Ball verloren, Gegentor. Zweimal. Ecke. Keine Ecke! Er bleibt auf der Linie liegen. Ich kann ganz beruhigt sein. Der Gegner kann gar keine Tore schießen. Nur wenn ich im Aufbau mal verkackt habe. Chillig. Chillig. Oh. Ja. Mit Volley hat man da ordentlich einen Bums hinterm Ball. Hullet anwählen. Ich habe immer wieder rechts, rechts, rechter Stick, rechter Stick, rechter Stick. Nee, Hullet hat sich nicht ausgewählt. Fünfmal den rechten Stick und L1, R1, L1, L1, rechter Stick, rechter Stick. Hullet nicht ausgewählt bekommen. Das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Verlängerung bin. Jetzt wechseln wir mal. Ich brauche noch mehr Ikonen auf der Bank, dass ich jetzt nochmal schön wechseln könnte. Stell dir vor, ich würde jetzt nochmal Isuebo und Pelé bringen, Alter. Das wäre doch insane. Das ist der schneller. Sehr gut.
Sauber. Kaka, super. Komm schon bitte, Mann. Wieso? Oh, spielt der defensiv? Das gibt's doch nicht. Der will ins Elfer schießen. Der will ins Elfmeter schießen. Der hat nur zwei Tore gemacht, wo ich im Aufbau den Ball verloren habe. Das waren seine zwei Tore. Das ärgert mich umso mehr. Was? Ja, super. Super. Ich glaube, der schießt dann nochmal hin. Der haut ja auch in den Winkel rein. Ja! Gehalten, gehalten. Sauber. Ich sag Mitte. Let's go! Rullet. Gott, was macht der denn für Elfer? Drin. Oh, ich lieg vorn. Welchen Teil habe ich gewonnen oder was? Oh, dann sage ich nochmal links unten. Dann machen wir nochmal links unten draus. Nein, rechts unten. So. Wenn ich den mache, habe ich gewonnen, oder? Vieira, mein Lieblingsspieler. Und der ist drin. Der ist drin. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Habe ich gewonnen? Oh mein Gott, das ist gar nichts für mich. Ich will nie wieder Elfmeterschießen. Aber Digga, wer verliert denn im Elfmeterschießen gegen mich? Jetzt mal ganz simpel. Wieso kommt keine Siegesmusik, Mann? Man gewinnt so ein Game im Elfmeterschießen. Ich weiß noch nicht, was ich gewonnen habe. Der war schön doll gespielt. Gutes Time-Finish. Oh, wichtig. Weekend-League-Bilanz 2-2. Von 2-0 oder von 0-2 auf 2-2. Todesanstrengendes Game. Davon muss ich 30 Games machen. Oh Gott. Elfmeterschießen. 2-2. 4 Games, 2 Niederlagen, 2 Wins. Macht Spaß zuzuschauen. Ja, glaube ich euch, dass es euch da Spaß macht zuzuschauen. Das ist ja übel intens, der Scheiß. Das ist ja völlig am Limit. Es geht sogar um 250 Subgifts-Wette gegen Mickey. Und der hat 6-6 geschafft. Ich stehe jetzt 2-2. Walkout, Alter. Nur Scheiße gezogen. Eine Stunde lang nichts bekommen. Wer ist er denn, Mann? Oh, 20k. Ey, ich brauche jetzt bitte, ja, ein Walkout. Ja, geil. Das hat geklappt. Krieg jetzt wieder ein scheiß Walkout. Wer ist das? Chiellini, ist er nicht der Schlechteste? Einfach nur frech. Frech, richtig frech. Egal, Frust ablassen. Transfermarkt. Spielername. Oh, einen frischen. Dann holen wir ihn, ja? Boom. Wir haben ihn. Die nächste Ikone. So, Mannschaft. Jetzt haben wir... Torwart geht raus. Zidane kommt rein. Vieira geht in die Defense und Van Dijk geht wegtauschen mit Zidane. Könnt ihr nochmal tauschen? Maldini in der Mitte finde ich gut. Ey, war heute nice? Nee, war auch mal nicht nice. Weekend League war bescheuert. Aber ich glaube, mit der neuen Taktik wird das geiler. Da glaube ich fest dran. Was haben wir heute? Oh, 7,5 Stunden, ey, mein armer Cutter. Vielen Dank für die Leute, die mir hier Mut zugesprochen haben, auch wenn es mal in der Weekend League nicht so lief. Danke für den ganzen Support. Danke für den krassen Support auf YouTube. Danke für die ganzen Subs. Wir sind gerade auf einem All-Time-Sub-Rekord. 10.744. Unfassbar krank. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Freue ich mich drauf. Euch eine entspannte Nacht. Tschüss.